Mit viel Engagement präsentierte die Kammerphilharmonie Amadee mit Musikern aus ganz Europa ein hinreißendes Konzert mit Werken von Mozart und Haydn. Diese Kammerphilharmonie Amadee aus Köln ist zum zweiten Mal hier. Sie haben vor 2 Jahren ein wirklich sehr, sehr gutes Konzert abgeliefert, mit unglaublicher Präzision und Ambition gespielt, sehr, sehr lebendig musiziert, und das hat mich veranlasst, Sie noch einmal zu bitten, hier ein Konzert zu geben. Und ich hoffe, dass Sie öfter hier sind, weil der Saal ist einmalig in Deutschland, wäre ein solcher Saal ausgebucht. Ich glaube, hier in Wien ist es etwas schwieriger, aber ich liebe diesen Saal. Ich muss sagen, also das ist ein Schmuckstück. Ich sagte vor 2 Jahren in der Probe zu den Musikern, ihr müsst euch vorstellen, hier hat Maria Theresia auch in der Loge gesessen, und ich sage Ihnen, es hat anders geklungen. Das ist einfach so. Was habt ihr denn euch als Programm überlegt? Naja, in diesem Saal ist natürlich Mozart, Haydn ideal zu spielen, aufgrund der Historie, auch akustisch, muss ich sagen. Also der Saal ist glänzend für diese Musik. Wir spielen also von Mozart in der Frühsinfonie, dann das berühmte Violinkonzert A-Dur mit Benjamin Schmidt und die Trauersinfonie von Haydn. Wer ist heute der Solist? Es ist so, dass Herr Benjamin Schmidt sich bereit erklärt hat, ein Solokonzert von Mozart zu spielen statt des Doppelkonzerts. Und ich glaube, fürs Publikum ist das ein ganz guter Tausch, denn Herr Schmidt zählt wirklich zu den renommiertesten Geigern in Österreich. Wenn man schaut, wie warm es heute draußen ist, und der Saal ist trotzdem ziemlich voll, das heißt, Qualität ist angesagt. Das ist das, worum ich mich seit nunmehr 36 Jahren bemühe. Ich glaube, dass es einerseits das wunderbare Ambiente dieses Schlosstheaters ist, andererseits aber doch die wirklich gute Qualität, um die wir uns ständig hier besonders bemühen.